Das Gebäude ist nun ausgebaut. So, das war mal wieder eine Situation. Ja, ist gut. Euer Wunsch. Schwerter kommt mal zurück. Gruppe 9. Freunde haben einen Held attackiert. Können ihr nicht mal an. Ja, das ist in Ordnung. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ah, das sind 4000 Eisen noch. Hier wird keine Kaserne hinpassen. Das können wir vergessen. Ja. Gruppe 8. Hier rüber. Gruppe 0. Packt einfach Eisen. Das Zeug ist keine Mangelware mehr für uns. Du bist entlassen. Wir werden hier nur Schwerter gebrauchen können. Reiter haben keine wirkliche Chance in diesen engen Gängen. Die bleiben stecken und werden dann niedergekämpft. So soll es sein. Gruppe 9, genau, wir wollten hier freihacken, damit wir in der Lage sind, eine Kaserne hier aufzustellen. Wir können noch keinen Architekten bauen, zur Kenntnis genommen. Hier ist noch ein Lehmhaufen, der weg kann. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Die benutzen wir, um hier ein paar Häufchen loszuwerden. Gut. Ich gebe mein Dario, geh da oben mal hin. Wünscht, mein Herr. Schwerter, lauft ihr schon mal hinten hin zurück, ja, und wir geben euch 3 weitere Trupps. Mit 6 Trupps Langschwertkämpfern sollte es eigentlich gehen. Vor allem sind 3 von diesen Trupps schon auf 5 Sternen. Die haben gemordet, was das Zeug hält. Die machen extra Schaden, regenerieren schneller. Sind jetzt gut, sehr, sehr gute Truppen. Wir können uns auch ein bisschen Schwefel dazulegen. Aber vorher möchte ich halt, wie gesagt, den nötigen Bereich hier freiräumen, damit wir unsere Alchemisten wieder aufstellen können. Gruppe 7. Betrachte dich als wiederbelebt und mach hier frei. Ja. 4000 Gold, Balsam für die Staatsfinanzen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wahr. So gut wahre ich Worte. Ja, ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Und jetzt machen wir 2 Kanonentürme draus. Ich wollte keine Kanonentürme draus machen, solange ich nicht sicher war, dass wir die tatsächlich halten könnten. Inzwischen bin ich überzeugt. Komm gar nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich sehe. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Holz gefällt. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung so ist. So. Kümmert euch da drum. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Alle auf diese Ruine. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Bringt die Schwerter einfach hier rüber. Wenn ihr mich kitzelt. An der Stelle dieser Ruine würde ich nämlich gerne die Kaserne stehen haben. Dafür muss natürlich erstmal weg. Entschuldigt all die Federn. Er ist in der Mauer. Zahlen kann gleich mal seine provisorische Falle schon mal platzieren. Sag, was ist auf dieser Seite? Oh Gott, das sind sehr viele enge Gänge. Da mit Nahkämpfern durchzukommen, wäre eine absolute Hölle. Da werden sie schauen, die Schakale. Nebelvolk! Natürlich Nebelvolk! So. Wir haben den Kundschafter da oben noch gar nicht abgeholt. Da, wir gehen mal kurz zu dem rübergehen. So gut ich kann. Quatsch mal mit dem. Der Winter kommt. Vergiss das. Es schneit. Quatsch mit dem, sobald wir hier bereit sind. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wie ihr wünscht. So. Ja, gern. Ich werde mich darum sorgen. Deponiert euch möglichst hier, Erek. Auf seinen Wirbelschlag wird eine ganze Menge ankommen. Natürlich. Wie ihr wollt. Ja, Milord. Zahltag. Sofort. Ja. Das ist echt so verwinkelt hier. Wie ihr wünscht. In Ordnung. Ja. Ja, Sidi. Mit Freuden, Sidi. Wenn Gott es so will. Ja, mein Herr. Ja. So. So soll es sein. Das kann ich. Wie ihr wünscht. So soll es für den Anfang möchte ich euch auf Position halten haben. Hier. So ich möchte nicht, dass ihr unnötig in den Kampf reinrennt. Wir haben 2 Kanonentürme, die haben das Ganze im Griff. Position!
Einer eurer Helden steckt. Ihr fangt direkt an, mich zu enttäuschen. Feinde greifen ihn an. Wo rennt ihr hin? Ich habe euch einen Positionshaltbefehl gegeben. Haltet ihn! Halt, wir bleiben hier. Zwei Kanonentürme regeln hier halt den Großteil der feindlichen Sachen. Jetzt könnt ihr ausrasten, was soll's. Wir gehen auf Patrouille. Durch den Patrouillenbefehl sollten die auch aufhören. Oder sollten die riskieren wir nicht, dass sie hinterher rennen. Geben wir dann noch einen weiteren Ballisterturm hin. Angriff! So, die Türme haben das im Griff. Baum weg. Gut, Gruppe 9. Wir haben hier oben noch diesen Lehmhaufen, das ist natürlich eine Sache. Gar nicht hier sein. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Das Lager kommt an die Stelle des Lehmhaufens. Gruppe 7. Macht den Lehmhaufen weg. Was ist da passiert? Ich wusste, ihr würdet euch nicht euren verdammten Patrouillenbefehl halten. Hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Feinde haben einen Held attackiert. Ja, zurück, Salem. Halte Erik am Leben. Fürchtet die Wunde nicht länger. Jawohl. Gruppe 0 setzt noch einen weiteren Turm. Nach dahin. Blinzeln nur kurz und schon beginnt ihr euch selbst umzubringen. Absolute Lemminger. Oh Gott, niemand von uns auf dem Wasser. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Ich tue mein Bestes. Fertig. Ich bin mir sicher, wir könnten da wahrscheinlich ganz gut durchbrechen. Mach mir da um diese Feinde tatsächlich nicht mal zu große Sorgen. So, da geht's hier hinten hoch und wie ihr wollt. Schnack den Kundschafter an. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja. Selbstverständlich. Ihr könnt euch hier wieder einkriegen, Salem kann hier wieder seine Falle deponieren. Da werden sie schauen, die Schakale. Gut, sobald das weg ist. Wir wollen das Lager wohl hier hinsetzen, dann kommen die Alchemisten da entlang. Drei Stück wollen wir dazusetzen, damit wir mit dem bisschen Schwefel, das wir hier haben, einfach Unmengen an Schwefel zusammenkratzen können. Sehr wohl, wie ihr wollt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Die junge Generation, komm mich mal! Schickt jemand mit entsprechender Lebenserfahrung! Ja, mein Herr. Elias! Ich gebe mein Bestes. Geh den Kunjan quatschen. Und der Claim, warum wir ihn gleich enthaupt gelassen werden, für diese pure Frechheit gegenüber dem Staatsoberhaupt. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold. Hier ist es ganz halt eine Katastrophe. Nahkämpfer hier durchzubrechen. Die Gänge sind unfassbar eng. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Dachchef. Ja, mein Herr. So. Selbstverständlich. Damals, in den guten alten Zeiten, hatte ich noch Freunde im Dorf auf der anderen Seite des Passes. Früher war einfach alles besser. Die Milch zum Beispiel, die vergessen noch gut. Und heute? Einer meiner Freunde und ich konnten uns nie sehen, aber dennoch war er stets für ein Pörschchen zu haben. Ich habe einfach meine Überlegungen zu ihm hinübergejodelt. Er war immer sehr überzeugt von meinen Ansichten. Natürlich, das ist natürlich dann die... Deswegen ist er wahrscheinlich dein Freund, nicht wahr? Doch offen konnte er nie zu meinen sehr tiefen Gedanken stehen. Wenn seine Gesinnung bekannt geworden wäre, wären über diese Brücke sofort Soldaten des unnachgiebigen Ungetüms Professor Unfreundlich gekommen und hätten ihm das Licht ausgemacht. Vielleicht ist diese Information nützlich für euch. Macht es gut und einen schönen Tag, ihr Schnuggis.
Nachvollziehbar, hab einen schönen Tag. Selbstverständlich. Natürlich, selbstverständlich. Über diese Brücke, wenn seine wahren Ansichten... Sand? Oh Gott. Teil des Flusses frieren im Winter. Gebt Acht, nur auf der anderen Seite Leute fallen. Schlagt zurück, sobald ihr bereit seid. Die Welt, deine Welt sind die Berge. Überzeugt zuerst den Dieb. Sprengt mit ihnen die Brücke und holt euch mit Helias im Anschluss den Leibeigenen. Dann gewinnt das Gebiet. Ah, ich sehe, ich sehe, wie die Intention war. Verstehe. Wie ihr wünscht. Okay, cool. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass eine Komplettlösung direkt hier kommen würde. Ja, mein Herr. Aber das erklärt, warum man Helias dafür gebraucht hat. Hackt hier rum. Ich glaube ja. Aber gut, die Hinweise von wegen sehr überzeugt, alles klar. Eigentlich ergibt Sinn. Gar nicht hier sein. Spontan wäre ich nicht drauf gekommen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Das wage ich nicht. Nein! Ein Jammer. Das wage ich nicht. Das kann ich nicht. Bedauerlich. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Sicher das? Och, nö. So, da kann gleich Helias über die Berge jodeln gehen. Ja! Natürlich. Zugeben, manchmal ist man ein bisschen zu sehr beschäftigt, damit Stimmen zu machen und wirklich auf den Inhalt zu achten von den Dingen, die gesagt werden. So, zurückschlagen, sobald wir bereit sind. Das wird natürlich eine lustige Sache. Ich glaube, ich sehe eine Möglichkeit. Wir locken die einfach hier rüber, schießen die zusammen, gehen zum Gegenangriff über. Natürlich, ich hab getan, was ihr wolltet. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Oh, sieh an. Helias, komm mal runter. Es gibt zu wenig Schwerter Essen, kommt auch hier runter. Reich. Dario lockt ihn ab schon mal an. Ja. Ich hab getan, was ihr wolltet. Einer eurer Helden wird angegriffen. So gut ich kann. Ja, mein Lord. Ja. So gut ich kann. Wenn Gott es so will. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wünscht, mein Herr. So. Zahltag. In Ordnung. Ironischerweise werden schwere Reiter wahrscheinlich doch besser als gedacht. Kein freies Bett finden. So, 9. Wozu setzt uns unsere Reiterei schon mal. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ein Held ist in großer Gefahr. Ein Schankwirt beginnt mit der Arbeit. Können wir es Kunschis kriegen? Können wir. Diebe können wir nicht ausbilden aktuell, noch nicht. Aber Sabotage schon geforscht. Ich glaube, immer noch schwere Reiter können sich wahrscheinlich hier durchschneiden. Ja, gern. Wenn Gott es so will. Wir machen dann kurz einen Quicksave und versuchen einen Angriff über dieses Wintergebiet. Wir kümmern uns darum. Nein, nein, die Helden! Die Helden zuerst! Nicht die Türme! Nicht die Schwerter! Die Schwerter werden abgeschlachtet, wenn sie mit den Türmen in Kontakt kommen. Außerdem spawnt die Horde, glaube ich, hier irgendwie. Meinen Verbündeten soll nichts geschehen. Lasst mich eure Wunden versorgen. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben! Helias, sorgt dafür, Schwerter auf die Türme! Wie ihr wünscht, ich gebe mein Bestes. Attacke! In Ordnung. Darum gerade beschossen? Oder haben die Türme sich ein bisschen zahlen kümmern wollen? Für Ruhm und Ehre. Ja. Viele Truppen, die hier sind. Wer da kämpft sie nieder? Das Gebiet. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Erreck, nicht in Tod. Nicht in Tod rennen. Helias. Wandelt im Licht. Mach die Leute ein bisschen zäher. Selbstverständlich. Jawohl. Schwerter nicht so nah rangehen. Kämpft hier oben. Für Ruhm und Ehre. Okay, lasst alle mal zurückfallen. Wir sind Türme losgeworden. Wir müssen die Helden noch zurückholen. Das kann ich. Nur Mut. Wir werden siegen.
Das ist ein bisschen übel gerade. Für Ruhm und Ehre. Das ist durchaus gerade ein bisschen übel. Was lasse ich zurückfallen? Komplett. Wie ihr wünscht. Wir holen Dario und Helas. Wir holen Dario und Salm bei Zeiten wieder. Beim nächsten Winter spätestens. Na gut. Warum sind so viele von euch schon wieder hier? Geht hier rüber. Aber wir müssen das mal neu aufstellen. Jawohl. Ja. Nein! Nein, Schwerter! Nein! Wir bleiben hier. In Ordnung. Hier, regeneriert euch hier. Helias? Hat überlebt, okay. Bekehr, Leute. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. Erik steht wieder, sehr gut. Wir können Schwefelhacken gehen. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Erik kommt hier Sie rüber. Greifen an. Ja, jawohl, gern. Nein. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Lasst mich bitte meine Arbeit. Da haben wir den Rückzug ironischerweise ganz genau richtig befohlen. Ein bisschen später und wir hätten festgesteckt und hätten ohne Helden hier weitergemusst. Jetzt steckt natürlich dieser Schwertkämpfertrupp fest. Bis zum nächsten Winter. Gruppe 0. Wir setzen noch einen Turm hier hin. Hier rüber schießen. Also ich will diesen Trupp nicht aufgeben. Wir geben ihm Deckung so gut es geht. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen? Gruppe 8. Lehmhaufen. Gruppe 7. Und dann hier ist ein Holzhaufen. Mach ich da dran. Gruppe 9. Dachchef. Kann schon mal die nächste Brücke befestigen gehen. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... So, die kundigen Kunschis. Tag, Chef. Zahltag. Natürlich. Hier bleib ich gern. Fertig, Meister. Wir hatten uns gleich noch einen weiteren Kanonenturm mit rauszumachen. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Du bist zu Kunstschiff 5. Befördert worden oder degradiert worden, je nachdem wie du das sehen möchtest, weil du in dem Bereich bist. Natürlich. Interessant. Schaut in die Ferne. Zeit für ein paar schwere Reiter. Deren Fähigkeit gegen die Gebäude und vor allem die Türme zu stürmen, die uns im Weg stehen werden, wird sehr nützlich sein. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja, das hast du. Ausbau fertig. Ja! Aber gern. Das ist gerade nicht nötig. Als die Schmieden, die arbeiten noch sehr gut gerade. Ausbau abgeschlossen. Ich tue mein Gruppe 2. Euer Wunsch ist mir Befehl. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ausbau abgeschlossen. Seht her. Hat der Feind schon irgendwelche regenerativen Aktionen hier durchgeführt? Noch nicht, Spawnfläche ist im Winter. Schaut in die Ferne. Es ist. Aber die Wachen haben sich nicht neu aufgestellt. Dafür sind wir genau die Richtigen. So, Erik und Helias würden dann dementsprechend ironischerweise die besten Helden, die wir haben können, um schwere Reiter zu buffen, würden den Angriff oder den Feind nach hier hin oder so ziehen. Die Reiter versuchen, wenn hier außenrum diesen Kanonenturm machen zu lassen. Sobald das getan ist, können die Schwertkämpfer, die unterdessen hier gekämpft haben werden, sich um den ganzen Kram hier kümmern. Alternativ genau andersrum. Helias und Erik gehen sich um diese Kanonen kümmern, die uns einfach nur peinlichst belangen. Und wir kümmern uns dann auf... Die können hier nicht weg, oder? Wir können hier weg. Ich tue mein Bestes. Ihr werdet angegriffen. Männer, wir gehen auf Patrouille.
respawnt, das frage ich mich. Und wenn ja, dann wann? Oh, Sian, es geht los. Ich könnte schwören, Gruppe 3 rüber. Eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Schnee bedeckt die Landschaft. Ja, Herr, wir erledigen das. Gruppe 2, komm hier runter. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wie ihr befehlt. Männer, wir gehen auf Patrouille. Attacke! Gruppe 2 macht einen schönen Flankenangriff. Ja, wird gemacht. Für Ruhm da drauf. Und Ehre. Unsere Schwerter schlachten deren einfach ab. Attackiert. Bewacht das Gebiet. Oh. Da schießen die. Okay, das ist übel. Das ist schon übel, was die uns da reinsammeln wollen. Das sind Bronzekanonen. Folgt mir, Brüder. Bis in den Tod. Angriff. So. Kümmert euch darum. Das ist nämlich lächerlich. Selbstverständlich. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Attacke! Lehrt sie das Fürchten! Ihr so. Angegriffen. Unser kleiner Abschnitt Kavallerie hat das ganz gut geregelt. Nur Mut! Wir werden siegen! Nur Mut! Wir werden siegen! So gut ich kann, wenn Gott es so will. So gut ich kann. Hippipura, das sieht nach einem Fläschchen Medizin aus. Pilgrim und Yuki sind nun zu kriegen. Selbstverständlich. Ah, auch einfach so. Okay, gut, wir müssen nicht mehr abholen. Pilgrim ist einfach geheilt. Gerne. Sehr gut, damit haben wir Pilgrim und Yuki. Wir kriegen Ari noch oder... Oder Nisch? Natürlich. So, auf jeden Fall, genau, ich möchte die alle hier haben. Natürlich. Hochgruppe 3. Wo sind Pilgrim und Yuki? Da. Gruppe 3. Sammelt euch hier, wir können dann zur Prinzessin hochgehen. Ich habe Gruppe 2 aus Versehen hier drauf gelegt, natürlich. Gruppe 1, Kavallerie, Gruppe 2. Kommt hier hoch. Vom Pilgrim können wir jetzt schon mal erwarten, dass er uns diesen Spaß hier freisprengt. Und da können wir uns dann auf den Weg machen. Helias unterdessen. Mit dir können wir den nächsten Abschnitt gleich freischalten gehen. Schaut in die Ferne. Ah, ich sehe. Ich zeige euch den Weg. Seht durch mein Fernglas. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Okay, ich verstehe, wie es gedacht ist. Wie es gedenkt ist. So, Pilgrim hat hier freigeräumt. Sehr gut, wir können die Helden jetzt eigentlich mit der Ausnahme von Helias schon mal darüber bewegen. Die Helias-Mission wird interessant. Jawohl, ja, mein Herr. Mit dem Dieb die Brücke sprengen, anschließend den Bereich hier nehmen, ist die Intention. Und das mit Hilfe der Leibeigenen. Die müssten dann hier in der Lage sein, eine Kaserne oder einen Stall aufzubauen. Ausbau abgeschlossen. Wahrscheinlich in erster Linie eine Kaserne. Ist die Frage, ob wir nötigen Bevölkerungsplatz übrig haben, werden was zu tun. Dann lassen wir die Reiter dafür schon mal. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Bereiten uns hier drüben darauf vor, uns mit... Oh nein, er hat die leer gehabt. Wir haben keinen Schwefel mehr. Zumindest bis zum nächsten Winter. Im nächsten Winter bekommen wir wieder welchen. Und zwar unendlich viel. Seht her. Nun gut. Seht durch mein Fernglas. Seht durch mein Fernglas. Wir haben sogar ein paar Bastard-Schwertkämpfer dabei. In Ordnung. Na gut, was hier ist, ist keine wirkliche Problematik. Noch nicht. Wir wissen, dass Ari hier hinten vegetiert. Flieg und zeig uns, was du siehst.
Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifen. Wir könnten das natürlich ausbauen, um die Forschung zu kriegen. Bauen wir einmal kurz aus. Einmal ganz kurz. Ein bisschen. Ja. Ein wenig ausbauen. Wir können natürlich noch einen Schießplatz bauen und wir können damit nichts anfangen. Ich habe natürlich nicht hingeguckt, was hier gewesen ist. Mit der Helios-Mission befassen wir uns in der nächsten Aufnahme. Ich mache nur kurz ein paar Kleinigkeiten. Bin schon dabei. Ausbau. Kann nebenbei Leute wieder antreiben, das ist auch nützlich. Pilgrim kann hier freispringen, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir auch in der nächsten Runde. Schicken wir Dario noch einmal. Okay, wir lassen einmal auch den Falken losschicken, schauen uns das an. Und dann können wir Dario schon mal runterschicken, um sich die Kiste gleich zu holen. Kanonenturm. Ari, die mit uns reden will. Und Banditen, die. Also generell Türme und solche Sachen. Das ist wahrscheinlich einfach nur Aris Lager. Aber wer weiß. Wir können auf jeden Fall noch nicht weiter ausbauen im Moment. Dementsprechend gehen wir noch nicht auf die Uni. Die wir später dann wahrscheinlich nach hierhin einmal kurz klemmen werden, um die letzten Technologien zu forschen, ausbauen und wieder einreißen. So, Dario kann dann hier runterkommen. Ja. Schießpulver und glühende Geschosse dürfen wir. Die Sachen nicht. Dürfen wir Kanonen? Ja, nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung und habe Holz gefällt. Sehr gut. Ich denke, damit haben wir das mal für diese Aufnahme. In der nächsten haben wir zwei Fronten, über die wir weiter expandieren werden. Aber was hat sich denn hier schon wieder angestaut? Abschaum. Dann werden wir sehen. Ist da hinten theoretisch Platz für den Stall? Nein, der Platz ist für Kaserne ausgelegt. Die Idee ist, dass wir Schwertkämpfer ausbilden, damit das Gebiet hier überrennen. Von innen. Sollte ja gehen. Oh, sie haben Winter. Na dann. Es schneit. Gut. Na dann nehmen wir das hier noch mit. Hier. Aber gern. Ja. Trotzdem mal quicksaven. Nicht, dass irgendwelche schrecklichen Dinge geschehen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Was bauen wir hier aus? Nein, bauen wir nicht. Wir brauchen die 4 Bevölkerungsplätze vielleicht noch. In Ordnung, wie ihr wollt. Sehr wohl. 4000 Gold. Marius hat fleißig Münzen gesammelt. Wer ist Marius? Der Prozess was zu melden? Nö. Wie ihr wünscht, mein Herr. Nun gut. Die Frage, wer Marius ist, werden wir wahrscheinlich auch in der nächsten Aufnahme beantworten. Für diese ist es das erstmal gewesen. Bisher auf jeden Fall eine sehr interessante Karte. In der Hinsicht dessen, dass man mit Nachdenken durchaus ein gutes Stück wahrscheinlich besser vorankommt als durch rohe Gewalt. Klar, wir hätten wahrscheinlich einen Haufen... Naja, mit diesen riesigen Holzmassen, die wir hätten wahrscheinlich haufenweise Speerträger ausbilden können. Und dagegen drücken, aber gegendrücken hätte wahrscheinlich nur riesige Verluste mit sich geführt. Bisher kommen wir relativ verlustlos durch. Auch wenn wir durchaus unsere Schwertkämpfer haben bluten lassen bei einigen Stellen. Aber das ist normal. 77 Gebäude, 14 Bauernhöfe, 12 Wohnhäuser und 16 Arbeitsplätze. 66 Soldaten zur Höchstzeit, 57 aktuell, weil wir die Reiter entlassen haben. 300%ige Motivation, 33 Leibeigene, 32 normale und einer, der einfach zu Schwefelhacken wird.
89 Arbeiter, ganz viele Ressourcen haben wir aktuell schon angesammelt und es werden nur mehr werden. 33 Gebäude zerstört, noch keines verloren. 828 Leute erledigt und 73 verloren. Das ist noch alles ganz im Rahmen. Und in der nächsten Aufnahme sehen wir, wie viel schlimmer das werden wird, wenn wir mit Nahkämpfern gegen wahrscheinlich schmerzhafte Befestigungseinrichtungen anstürmen dürfen. Das werden wir aber dann sehen. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch allen viel Spaß und ich darf diese Aufnahme direkt rendern, weil die erste Folge davon direkt heute hochgeladen werden muss. Hoppla. Cheerio!